Ich versuche mal was. Okay, nee. Jetzt bin ich falsch. Ich dachte, ich hätte was gefunden. Kann man da vielleicht oben raus? Irgendwie, man besiegt da irgendwas. Nee. Okay. Versuche ich mal was hier. Ah, Hallöchen. Das hätte ich doch nicht finden können. Hinter der Einwand. Da war eine brüchige, da war eine Einwand, war brüchig. Na toll, hab ich gerne gesehen. Wie geht's drauf? Kommt der da hinten? Braucht man einen Sniper? Ein Bombenschuss. What the fuck? Ist das Gebiet noch mal neu machen? Nein, zum Glück nicht. Nicht immer noch. Ich sitze hier mal rum. Ich bräuchte mal Heilung. Jetzt lang. Oh je. Doch jetzt einen Arm geschlagen. Ich brauche eine andere Waffe. Geschützt. Heilung.
Einmal hoch hier. Schieße rein in der Bibliothek. Psst. Psst, sagte ich. Bibliothek hier. Was soll der Mist? Ganz in der Nähe sein. Jetzt ist mal Ruhe. Oh nein. Zu einfach. Kommt ein Bosskampf. Verhörbericht. Befragter Major Rudi Jäger. Die befragte Person ist ein mutmaßlicher Doppelgänger der Alliierten. Die Person war zum Zeitpunkt ihrer Festnahme auf Burg Wolfenstein in Begleitung eines weiteren Agenten. Befragte Nummer 46011902. Und sie versuchte, in das archäologische Forschungsbüro von Oberstleutnant von Schaps einzudringen. Es wird zudem vermutet, dass Widerstandsbewegungen, dass die Agenten Unterstützung durch eine Kontaktperson der Widerstandsbewegung hatte. Erstens, die Person wurde nach ihrer Identität, in ihrem Auftrag in Burg Wolfenstein und ihrer Kontaktperson im Dorf befragt. Außerdem wurde gefragt, ob sie es in Frau Oberstleutnants Büro abgesehen hatte. Die Person verweigerte jegliche Antwort. Zweitens, die Person wurde von Stromschlägen verabreicht. Die Person zeigte sich mental standhafter als ursprünglich angenommen. Sie verweigerte trotz der körperlichen Belastung weiterhin Kooperation. Drittens, anstatt von Stromschlägen kamen folgenden einige der erweiterten Verhörtechniken zum Einsatz. So wurden Schläge auf den Kopf sowie Messerschnitte am Körper zugefügt. Des Weiteren wurde der Person Eiswasser ins Gesicht geschüttet, ohne Ergebnis. Die Person kooperierte nicht. Die meisten Menschen hätten schon weit früher den Widerstand aufgegeben. Daher muss es sich bei der Person um einen erfahrenen, hochrangigen Agenten handeln. Viertens, die Person weigerte sich auch nach längerer Behandlung mit Stromschlägen, die Identität ihres Kontaktmanns von Widerstand preiszugeben. Die Person ist körperlich nahezu vollends erschöpft. Und bei weiterer Behandlung mit Stromschlägen ist ein Ableben wahrscheinlich. Befragung wird daher kurz unterbrochen, damit sich die Person erholen kann. Folter, so eine primitive Methode. Nie was genutzt hat. Kommen Sie, Wesley. Aufwachen. Wachen Sie auf. Kommen Sie. Wesley! Laskovich! Ja? Da haben wir uns aber was Schönes eingebrockt, was? Keine Ahnung, wie sie überlebt haben. Kommen Sie! Geht doch. Ich habe einen geheimen Trick. Bis wir zählen, einatmen. Bis wir zählen, ausatmen. Alles klar. Kann ich empfehlen. Na los! Los hier! Ich hab doch gewusst, dass das schief geht. War so wahrscheinlich. Alles in Ordnung? Hm? Das sind wie gefoltert. Greta, bleib. Oh Greta war hungrig. Ich wollte das Fleisch nicht verkommen lassen, das verstehst du doch.
Finde ich lustig, dass ein Nazi Wunschlandskreta hat. Dreckschwein. Das nenne ich Humor. Was bestimmt der Klassenpass bei der Schule, oder? Aber der Spaß hat jetzt ein Ende. Mein Vater starb durch einen Stromschlag. Solche Unfälle waren in den Kohlengruben im Ruhrgebiet keine Seltenheit. Mein Onkel erzählt mir, dass ein Wasser stammt, als es passierte. Wasser leitet Strom. Und was ist in unserem Körper? Ganz genau, Wasser. Wenn ich diesen Knopf drücke, wird über dieses Wasser Strom durch deinen Körper geleitet und du wirst die entsetzlichsten Schmerzen erleiden, die du je erlebt hast. Und wenn du dir das ersparen willst, was ich absolut verstehen könnte, beantworte einfach nur meine Frage. Also, wer ist deine Kontaktperson im Dorf? Nico. Wer ist das, Nico? Nikolaus. Diese Mädchen werden dich nicht retten. Rede schon. Warum bist du so stur? Unser Freund wird gefressen. Auf den Stränden, den Feldern, das ist jämmerlich. Wie Insekten ohne Flügel. Ihr habt irgendwie befreien. Verloren. Wenn ich entkomme, grill ich dich auf diesem Stuhl, bis du stirbst. Das können wir nehmen. Es wird zählen. Ausatmen. Der arme Typ tot. Ein letztes Mal, und dann bist du dran. Wer ist dein Kontakt? Deine Mama. Ja? Wenn ich mit dir fertig bin, dann töte ich deinen Köter. Können wir den Boss nicht nehmen? Ja, zack. Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht. Ich will das. Tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Na toll. Wir haben unsere Waffen nicht mit dabei. Verdammt. Können wir fliehen? Ohne Waffen gegen die Pistolen. Oh, eine Waffe. Scheiße, scheiße, scheiße. Sichern das. Verdammt. Das muss ich besser anstellen. Ich hab deinen Scheißhund erledigt, Rudi. Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift. Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht. Vorne Waffe und Heilung. Entdeckung. Scheißtrick. Verdammt.
Gut, kann ich die Deckung kriegen. Keine Deckung. Großer! Ach du Scheiße! Das ist ja mies! Dreck! Ich hab deinen Scheißhund erledigt, Rudi. Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift! Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht! Ich will das Schwein tot sehen! Ich komm von oben. Stehst mir im Weg. Schaut mal. Und schon das rein, wenn das reicht. Munition. Bin ausgerüstet. Mal bald Munition gebrauchen. Hier oben ist nicht so gut. Für Leute wie dich brauche ich das. Na komm, Rüstung. Ist noch einer. Was er schafft. Tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Den haben wir schon gelesen. So, wo geht's raus? Die mögliche Weise. Ein Fahrstuhl. Gute alten Zeiten. Aber da müssen irgendwie. Ich komme nicht rein, der Fahrstuhl fährt nicht. Zurückkommen wir auch nicht. Ah, hier. Reiß dich zusammen, BJ. Denk an den Plan.
Steig in die Seilbahn zum Dorf. Triff dich mit Kessler im Gasthaus. In der Ratze. Schaffst du das, Billy Boy? Aber mit links. Oh, Spiegeln dazu.